Also ich heiße Benny Bernhard Binder. 41 Jahre kann man sagen, bin jetzt der Bauingenieur. Was macht ein Bauingenieur eigentlich? Ich bin jetzt Bauingenieur vom konstruktiven Hochbau. Es gibt Bauingenieur Siedlungswasserbau, es gibt Bauingenieure auf Strassenbau, es gibt sicher noch Geologie, wo teilweise auch noch bauingenieurmäßig drin hineinkommt. Und das ist so ein grosses Fachgebiet, wo man sich eigentlich mit 20 bis 23 entscheidet, auf was dass man rausgeht. Und mir hat jetzt einfach das Rechnerische, Statische am besten gefallen, weil ich bin ein schwarz-weißer Typ, entweder ja oder richtig, mathematisch. Ich musste zuerst Geld lernen mit dem Alter. Wie kommt man im Alltag mit deiner Arbeit in Kontakt? Wir gehen in ein Haus rein, das Haus heben, das ist logisch. Was aber dahinter ist, dass das Haus heben, ja klar, es gibt heutzutage das Computer, wir haben das früher noch von Hand gerechnet, aber das ist eigentlich die Arbeit vom Bauingenieur, der auf dem konstruktiven Hochbau arbeitet. Wenn man Tunnelbauer ist, ist das anders, er wird das Loch machen und schauen, dass das nicht zusammengeht, wenn wir nachher durchfahren. Wir sehen nicht, was wir den Nutzen direkt bringen. Weil wir sind dann ja an der Front. An der Front ist nachher der Architekt, der dann sagt, er ist ein super Gebäude, aber wieso das hebt, ist eigentlich der Bauingenieur, der es im Hintergrund macht. Dürfst du dir als Bauingenieur Fehler leisten? Ja, es gibt natürlich verschiedene Fehler. Es gibt solche Fehler, wo ja, Kosmetik nicht so der Hit ist, also wo klein sind, wo man nachträglich vielleicht kann, im Stock oben dran schauen kann, dass man den Fehler von unten dran kann umschiffen. Das ist dann die einfache Sache. Vielleicht ist es noch nicht so weit, dass man noch zusätzlich noch Paris reinlegen kann. Das ist auch eine harmlose Sache. Und sonst, wenn ein Fehler passiert, ist halt dann rigoros gerade bekannt gegeben. Es ist ein Zeichen passiert. Das und das. Ich muss zuerst nachrechnen. Wir müssen zuerst schauen, was können wir machen. Das geht also nicht nach dem Motto, ich verstecke es. Das geht nicht. Hast du während deiner Karriere Fehler gemacht? Es kann sein, dass ich Fehler gemacht habe, die niemand weiß, wo bis jetzt der liebe Gott einfach die Hand drunter hat, dass das Gebäude nicht. Glaube ich zwar nicht. Es ist doch jetzt, bis ich die 33 bin ich eigentlich auf der Elementbranche und habe dann nicht mehr ganz hundertprozentig den konstruktiven Hochbau so bedient. Wie hat sich die Baubranche in den letzten 4 Jahrzehnten verändert? Ich meine, es hat heutzutage so viele zusätzliche Entscheidungsträger gegenüber früher oder Schnittstellen, wo ja, man hat eigentlich nur noch Spezialisten und jeder Spezialist weiß vom anderen nichts. Und das ist das grosse Problem.